Ein Leichenwagen von Tesla, schlechte Vorbilder und kein Spielzeug mehr. Betashow Weekly, der satirische Wochenrückblick. Heute mit einer ganz wichtigen Frage. Kann man klimaneutral an die Beerdigung? Ja, das geht neu in Bern. Aber nur für die Toten. Ein Berner Bestattungsunternehmen ist nämlich neu mit dem ersten Tesla-Leichenwagen der Schweiz unterwegs. Ach, sich auch nach dem Leben keine Sorgen mehr müssen machen wegen dem Klima. Wieso überhaupt gibt es denn jetzt noch die Grünen? Mit so einem Tesla gibt es im Todesfall gerade eine effiziente Komplettlösung obendrauf. Nämlich dann, wenn der Autopilot einen tödlichen Unfall baut. Lang leiden muss man dann ja auch nicht mehr. Brennbatterie erst einmal kann ja gerade für Bestattung anfangen. Auch im sonst eher liberalen Schweizer Arbeitsmarkt gibt es was Neues. Seit Mittwoch müssen die grössten Unternehmen bei uns die Löhne von ihren Angestellten auf Diskriminierung wegen Geschlecht überprüfen. Löhne auf die Geschlechterdiskriminierung überprüfen. Oder, wenn man in Kaderfunktionen sagt, shit! Aber sehen wir es mal positiv. Wenigstens betrifft es nur die Frauenlöhne. Nicht vorstellen, wenn man auch die Lohndiskriminierung prüfen wegen der Herkunft. Überprüft hat letzte Woche auch eine Studie etwas und dabei herausgefunden, Ischgl in Österreich hat mit über 42% eine der weltweit höchsten Durchseuchungsraten mit dem Coronavirus. 80% der Infizierten sollen die Erkrankung gar nicht bemerkt haben. Ja gut, die sind ja auch sehr resistent. Schließlich haben die schon den DJ Ötzi überstanden. La 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 la, la 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 la. Was sie darum auch nicht bemerkt haben während ihrer Erkrankung, ist der Corona-bedingt typisch Geschmacksverlust. Ich meine, jetzt mal im Ernst. Das Ischgler Après-Ski und Geschmack? Nicht nur der Musikgeschmack in Ischgl ist zweifelhaft. Auch die Vergangenheit eines Corona-Forschers ist es. Für einen möglichen Impfstoff gegen Corona fordert er Millionen vom Bund. Obwohl er seit 15 Jahren noch keinen einzigen wirksamen Impfstoff herstellen konnte. Wobei, so eng dürfen wir das doch gar nicht sehen. Das sind immerhin nur 15 Jahre. In über 200 Jahren noch nie ein wissenschaftlich bestätigt wirksames Medikament hergestellt. Haben ja hingegen Homöopathen. Jedenfalls nicht über den Placebo-Effekt raus. Wirksam andere angesteckt hingegen hat ein Mann in Zürich. Der erste sogenannte Superspreader infiziert im Zürcher Flamingo gerade 5 Personen auf einmal. Ein Superspreader, der macht mit Corona, was der Psy mit Gangnam Style angestellt hat. Dich mit etwas Ätzendem infizieren, wo dich dann ein Willi nervt. Beides willst du nicht zwingend durchmachen und trotzdem können es alle mal treffen. Und gerade 300 Personen müssen jetzt zusätzlich in Quarantäne. Und das nur, weil sie ihre Kontaktdaten richtig angegeben haben. Die Idioten. Glück gehabt haben jetzt eben gerade die, die falsche Angaben gemacht haben. Mit falschen Angaben in den Club kommen, viele kennen das noch von früher vom ID-Fälschen. Zum Glück nur fiktive Daten, sind aber im Maya-Kalender zu finden unter Weltuntergang. Unter den fiktiven Angaben sind auch die Namen von Fantasiefiguren gewesen. Das ist künftig nicht mehr möglich. Sorry Donald Duck, du hast da keinen Zugang mehr. Wobei, sie dann überhaupt hätte Donald Duck dann Glück? Überrascht gewesen sind hingegen Clubbetreiber. Mit so vielen Promis hätten sie am Anfang gar nicht gerechnet. Der Donald Duck, der Benjamin Blümchen, ja sogar die Bibi Blocksberg waren. Der Kanton Zürich hat jetzt auch auf den Corona-Ausbruch reagiert. Neu muss man auf die ID zeigen und seine Natel-Nummer angeben. Das ändert ja so einiges. Stellen wir uns doch mal so einen Club vor. So ganz ohne attraktive junge Frauen. Um das 18. Auch in Selbstquarantäne wegen einer Party hat der Alexander Zverev gehen wollen. Das hat er auf Social Media versprochen. Doch dann feiert er trotzdem eine Corona-Party. Das führt zu weltweiter Empörung. Andere haben ein Risiko aussetzen und Menschenleben in Kauf nehmen. Wenn das so weitergeht, wird er bald schon gesponsert von der Waffenindustrie. Der Zverev, der sollte mal die Weltrangliste studieren. Es ist doch allgemein bekannt. Gegen das Virus immun ist schließlich nur die Nummer 1. Apropos schlechte Vorbilder. Definitiv kein gutes Vorbild für glückliche Paare sind die, die sich den Verlobungsring im Champagnerglas servieren. Weil jede 5. Frau verschluckt hier dabei den Ring. Da bekommt Schlucken oder Spucken eine ganz neue Bedeutung. Handherum ist es auch ein guter Weg, einfach mal Nein zu sagen. Verlobungsring verschluckt, da bleibt der Brut nur noch, den Antrag erstmal sacken zu lassen, einige Tage zu verdauen, bevor sie sich überrascht dann trotzdem auf den Scheiß einlässt. Überraschungen hat es auch in Basel gegeben. Im Kindergarten hat während mehreren Wochen gänzlich auf Spielzeug verzichtet. Damit sollte die Kreativität gesteigert werden. Also wenn das Verzichten von Spielzeug zur Regel wird, muss sich Porsche in Acht nehmen. Ich meine, im Kindergarten so ganz ohne Spielzeug. Damit fühlt es sich für einen jungen Mann gerade doppelt so lange an im Zivildienst.
ist damit auch eine mögliche Verlängerung der Dienstzeit vom Tisch. Dann hätte ja auch die Politik eins weniger von ihren Lieblingsspielzeugen. Und, das wird die SVP freuen, dann bekommt die Armee wieder Zuwachs. Die Männer wollen schließlich auch weiterhin mit richtigem Spielzeug spielen. Stimmt's, Jungs? Verdammte Scheiße! Oh shit! Und welches Spielzeug brauchst du? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn du bis nächste Woche noch kein passendes Spielzeug gefunden hast, haben wir dann schon wieder ein neues Video für dich ready. Darum abonniere uns und drück unsere Glocke. Und?